Enorme Hitzewellen suchen Südwesteuropa heim. Die glühenden Temperaturen haben bereits Waldbrände in Portugal und in Frankreich entfacht. Südspanien trifft die Hitze am härtesten. Laut Behörden werden Temperaturen von über 45 Grad in Spanien erwartet. Für all diese Regionen wurde höchste Alarmstufe ausgerufen, von Reisen wird abgeraten. Unterdessen beschreiben Einheimische in Portugal die Waldbrände als apokalyptische Szenen. Und die spanische Wetterbehörde spricht von Regionen, die ersticken würden. Wir haben genug davon, es geht schon die ganze Nacht so weiter. Heute bin ich 7 oder 8 Kilometer gelaufen. Das Feuer hat uns keine Ruhe gelassen. Im Südwesten Frankreichs wütet seit Dienstag ein Waldbrand, der bis Mittwoch 1000 Hektar Kiefernwald südlich von Bordeaux zerstörte. Das Gebiet musste evakuiert werden, 150 Menschen waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. In der Nähe der Dune du Pilat, der höchsten Wanderdüne Europas, verbrannten weitere 700 Hektar Wald und 6000 Camper mussten über Nacht evakuiert werden. Im Moment befinden wir uns in einer eher ungünstigen Situation. Das Feuer breitet sich in den Baumkronen aus. Für morgen ist eine weitere Hitzewelle vorhergesagt, die die Ausbreitung und Entwicklung des Feuers begünstigen wird. Laut WissenschaftlerInnen treten Hitzewellen aufgrund des Klimawandels immer häufiger auf. Temperaturen in diesem Ausmaß gab es in Frankreich, Portugal und Spanien erst im vergangenen Monat. KlimaforscherInnen gehen davon aus, dass sich die Situation weiter verschlimmern werde. Die Hitze soll in den kommenden Tagen auf West- und Mitteleuropa übergreifen.